Liebe Schülerinnen und Schüler, guten Tag und herzlich willkommen in unserem virtuellen Kursraum für Deutsch. Drage učenice, dragi učenici, dobar dan i dobrodošli u našu virtualnu učionicu za njemački jezik. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Medien. Danas se bavimo temom medija. Heute arbeiten wir an folgenden Fertigkeiten. Wir versuchen, Medien zu erkennen und zu nennen. Ein Video zum Thema Medien zu verstehen. Fragen zum Thema Medien zu beantworten. Die eigene Meinung zum Thema Medien zu äußern. Und einen Text zum Thema Medien zu schreiben. Was ihr braucht, um erfolgreich am heutigen Unterricht teilnehmen zu können, sind euer Heft oder ein Blatt Papier, einen Bleistift oder Kugelschreiber und den Internetzugang an euren Computern, Tablets oder Handys. Ono što vam je potrebno da biste uspješno sudjelovali u današnjoj video lekciji jesu vaša bilježnica ili list papira, kemijska ili grafitna olovka, te pristup internetu na vašim računalima, mobitelima ili tabletima. In jedem Moment könnt ihr in diesem Video eine Pause machen. U svakom trenutku možete pauzirati ovu snimku. Als Aufwärmung ganz am Anfang der heutigen Lektion erinnern wir uns an einige Medien, die ihr schon bestimmt kennt. Za zagrijavanje na samome početku današnje lekcije prisjetit ćemo se nekih medija koje vi sigurno već poznajete. Ihr seht hier einige Fotos. Welche Medien könnt ihr auf den Fotos sehen, beziehungsweise welche Medien könnt ihr vielleicht erkennen? Zum Beispiel, welches Foto zeigt einen Fernseher? Das Foto. Wo seht ihr ein Telefon? Da. Wo ist der Computer? Da. Wo könnt ihr eine Zeitung sehen? Da ist sie. Welches Foto zeigt einen Brief? Das Foto. Wo seht ihr das Radio? Da. Welches Foto zeigt das Internet? Das Foto. Und am Ende noch die gute alte Postkarte. Ihr seht jetzt einige Medien wieder. Wie heißen diese Medien? Welche von den gezeigten Medien könnten der Gruppe der alten Medien gehören? Und welche gehören der Gruppe der sogenannten neuen Medien? Was glaubt ihr? Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und versucht die Medien entweder den alten oder den neuen Medien mündlich einzuordnen. Zaustavite snimku i pokušajte usmeno odrediti koji bi od ovih medija pripadali grupi takozvanih starih medija, a koji bi bili takozvani novi mediji. Und so könnte die Einteilung aussehen. Die alten Medien wären das Telefon, die Zeitung, das Radio, der Fernseher, der Brief, die Postkarte und der Telegraph. Die neuen Medien wären der Computer, das Handy, das Internet, das Tablet, das soziale Netzwerk bzw. die sozialen Netzwerke und der Laptop. Und jetzt stelle ich eine Frage an euch, bzw. zwei Fragen. Welche Medien verwendest du und wie oft? Sada ću vama postaviti dva pitanja. Koje medije koristiš i koliko često? Immer, zum Beispiel jeden Tag. Welches Medium oder welche Medien verwendest du immer, verwendest du jeden Tag? Welche verwendest du oft, zum Beispiel viermal wöchentlich? Welche verwendest du manchmal, zum Beispiel zehnmal im Monat? Welche verwendest du selten, zum Beispiel dreimal im Jahr?
Und welche von den Medien verwendest du nie? Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und beantwortet meine Fragen mündlich. So könnten eure Antworten vielleicht aussehen. Welche Medien verwendest du und wie oft? Ich verwende mein Handy immer. Oft verwende ich meinen Computer. Ich verwende manchmal das Tablet. Die Zeitung lese ich selten. Briefe schreibe ich nie. Um die Zeitangaben noch einmal selbstständig einzuüben, könnt ihr jetzt eine interaktive Übung machen. Die Übung ist per Link oder QR-Code erreichbar. Da biste bolje samostalno uvježbali vremenske priloge, možete riješiti ovaj interaktivni zadatak. Zadatku možete pristupiti preko linka ili skeniranjem QR koda. Link glasi bit.ly(ieoft). Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und macht die Online-Übung. Zaustavite snimku i riješite online zadatak. Hier sind noch zwei Medien, ein Laptop und ein Handy. Ich frage jetzt nicht mehr wie oft, sondern wozu. Wozu verwendest du deinen Laptop? Meinen Laptop verwende ich zum Schreiben. Und wozu verwendest du dein Handy? Ich verwende das Handy zum Telefonieren. Auf die Frage wozu antworten wir mit zu plus Dativ, also zum Schreiben, zum Telefonieren und so weiter. Dakle, na pitanje wozu, za što, čemu, odgovorit ćemo koristeći strukturu zu plus Dativ. Za što koristiš svoj laptop? Koristim ga za pisanje. Za što koristiš svoj mobitel? Koristim ga za telefoniranje. Uz to, zu plus dem skraćujemo kao zum, a zu plus dea kao zua. Ovo skraćivanje člana u kombinaciji s prijedlogom zu nije obavezno, ali je uvriježeno u njemačkom govornom jeziku. Hier sind noch zwei Beispiele, wie man auf die Frage wozu antworten kann. Wozu verwendest du diese Medien? Und wir sehen hier auch zwei mögliche Antworten. Fotos posten und Informationen finden. Ich verwende das Internet, um Informationen zu finden. Und ich verwende die sozialen Netzwerke, zum Beispiel Instagram, um Fotos zu posten. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt auf die Frage wozu ein bisschen anders geantwortet. Und jetzt seid wieder ihr dran. Ihr seht hier noch zwei Medien, das Radio und das Tablet. Und ich stelle jetzt dieselbe Frage an euch. Wozu verwendest du diese Medien? Ihr seht auch zwei mögliche Lösungen, Musik hören und Fotos aufnehmen. Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und beantwortet die gestellte Frage mündlich. Fangt mit Ich verwende an und gebraucht als Antwort die gezeigten Möglichkeiten, also Musik hören und Fotos aufnehmen. Und hier sind die richtigen Antworten. Das Radio. Ich verwende das Radio, um Musik zu hören. Das Tablet. Ich verwende mein Tablet, um Fotos aufzunehmen. Ich hoffe, ihr habt diese Frage richtig beantwortet. Wie haben wir in den Beispielen mit dem Internet und mit den sozialen Netzwerken auf die Frage wozu geantwortet? Sehen wir uns das noch einmal an. Wozu verwendest du diese Medien? Ich verwende das Internet, um Informationen zu finden. Ich verwende die sozialen Netzwerke,
um Fotos zu posten. Mit wozu fragt man nach dem Zweck. Und man kann mit um plus zu plus Infinitiv darauf antworten. Um steht dabei am Anfang des Satzes, in welchem der Zweck geäußert wird, und zu plus Infinitiv stehen am Ende des Satzes. Pitanje wozu traži nekakvu svrhu, nekakvu namjeru. I u njemačkome na njega možemo odgovoriti koristeći konstrukciju um plus zu plus infinitiv. Pritom, um stoji na početku rečenice u kojoj izražavamo svrhu ili namjeru, a zu plus infinitiv stoji na kraju rečenice. Koristim internet da bih pronašao informacije. Um die Frage wozu und die Konstruktion um plus zu plus Infinitiv selbstständig einzuüben, könnt ihr jetzt eine interaktive Übung machen. Die Übung ist per Link oder QR-Code erreichbar. Link glasi bit.ly/OZU(MZU). Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme und macht die Online-Übung. Und jetzt seht ihr euch ein Video an. Das Video heißt Yaras Webseite. Während ihr euch das Video anseht, sollt ihr die folgenden Fragen beantworten. Womit beschäftigt sich Pepes Firma? Was möchte Yara machen? Und wozu braucht sie eine Webseite? Notiert euch die Antworten in eure Hefte oder auf ein Blatt Papier. Das Video ist per Link oder QR-Code erreichbar. Link glasi bit.ly/OZU(MZU). Pausiert jetzt bitte diese Videoaufnahme, seht euch das Video zu Yaras Webseite an und beantwortet die Fragen. Und hier sind die richtigen Antworten. Womit beschäftigt sich Pepes Firma? Pepes Firma designt digitale Lösungen und erstellt Webseiten. Was möchte Yara machen? Yara möchte eine Webseite für ihr Fahrradgeschäft erstellen. Wozu braucht sie eine Webseite? Sie braucht eine Webseite, um Kunden anzulocken, um mehr Kunden zu haben. Ich hoffe, ihr habt alle Fragen richtig beantwortet. Ich stelle noch weitere zwei Fragen an euch. Was steht im Video? Was ist noch für die Kunden wichtig? Was sollte Ihnen eine Webseite ermöglichen? Hier ist eine Hilfe. In den sozialen Netzwerken aktiv sein, Seiten liken, mit dem Smartphone, Tablet, Laptop posten. Was glaubt ihr? Wie lauten die Antworten auf diese zwei Fragen? Was ist noch für die Kunden wichtig? Was sollte Ihnen eine Webseite ermöglichen? Hier ist die Antwort. Sie möchten in den sozialen Netzwerken aktiv sein, Seiten liken und mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop posten. Und vielleicht könntet ihr noch einige Fragen zum Video beantworten. Zum Beispiel, was für eine Beziehung haben Yara und Pepe? Sind sie Freunde, Kollegen, Familie? Wie fühlt sich Yara? Ist sie mit Pepes Antwort zufrieden? Warum? Was glaubt ihr? Was steht im Video? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Was für eine Beziehung haben Yara und Pepe? Sind sie Freunde, Kollegen, Familie? Sie sind Familie. Wie fühlt sich Yara? Ist sie mit Pepes Antwort zufrieden? Sie fühlt sich schlecht. Sie ist nicht zufrieden. Warum? Sie glaubt, in der Familie soll man einander unterstützen, einander helfen.
Nachdem ihr euch das Video zu Yaras Webseite angesehen habt und meine zahlreichen Fragen zum Video erfolgreich beantwortet habt, folgt eure Aufgabe für heute. Ihr sollt einen kleinen Text zum Thema Medien schreiben, indem ihr das Folgende macht. Ihr sollt ein digitales Medium auswählen. Schreiben, wie man dieses Medium verwenden kann. Schreiben, wozu ihr dieses Medium verwendet und wie oft. Schreiben, wozu dieses Medium besonders angemessen ist. Und ihr sollt mindestens 50 Wörter schreiben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schreiben. Na samome kraju današnje video lekcije možete si postaviti nekoliko pitanja kako biste procijenili vlastiti napredak u učenju njemačkog jezika. Also, kann ich Medien erkennen und nennen? Kann ich ein Video zum Thema Medien verstehen? Kann ich Fragen zum Video beantworten? Kann ich Umzu plus Infinitiv erkennen und richtig gebrauchen? Kann ich Zeitangaben richtig gebrauchen? Kann ich einen kurzen Text zum Thema Medien schreiben? Vielen Dank für eure Zusammenarbeit und eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.